Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Ich wollte eigentlich da oben bei den Kristallen hin. Warum durfte ich das jetzt nicht? Moment, Moment, Moment. Nein. Das ist nicht hoch genug. Anscheinend ist es nicht gewollt, dass man da hinkommt. Aber da sind so schöne Kristalle, die hätte ich so gerne. Mann. Na gut. Wir befinden uns in Kapitel 3, uraltes Schlachtfeld. Ja, ich wollte es gerade sagen. Und da kommt es auch schon. Hier ist noch ein Buch. Y zum Ansehen. Wieso jetzt Y? Benutze... Oh, mehr ist nicht drin. Mehr ist nicht drin. Sauerei. Okay. Nein, nein, nein. Hilfe. Ist da eigentlich irgendwas drin, wenn ich hier überall... Also außer Rauchwolken? Wenn ich hier überall die Dinger kaputt mache? Ich weiß es nicht. Nun gut. Okay. Du bleibst aber hier stehen, ne? Du gehst jetzt nicht irgendwie runter. Perfekt. So, was seid ihr eigentlich für komische Viecher? Y zum Zeichen. Okay. Das sind auf jeden Fall die hier. Ich frage mich jetzt nur, warum jetzt auf einmal Y, warum jetzt nicht mehr X? Sonst haben wir doch immer X benutzt, oder? Reicht das? Nein, das reicht nicht. So. Okay, machen wir nochmal. Kein Problem. Wir kennen uns damit aus, die Dinge mal zu wiederholen. Oh, der ist aber ziemlich tief. Ja, was geht? Muss ich das überhaupt machen? Ist hier irgendwie eine Schlucht oder so? Nö, ich hätte hier einfach hochgekonnt. Wieso sagt mir das denn keiner? Da hinten komme ich nicht hin. Aber da ist auch nichts, wo ich hin muss. So. B zum Lesen. Genau, mein Stoff. I know you have a lot of questions, most of which can't be answered in this notebook. There's a chance you're angry or that you'll get angry one day when you're older. Europa is unbelievable, but it's not finished. We're trying to build something better than what we left behind. That will take time. Generations even. That is why I'm sending you ahead. Ja. Oha. Ich glaube, das nächste gefällt mir nicht so. Das sind echt die Schmetterlinge, die so mega laute Geräusche machen, ne? Ist hier irgendwas? Kann ich hier irgendwo hin? Nö, ne? Das ist nur Fake! Sauerei! So, was mit dir? Moment. Ich brauche alle, oder? Hallo? Kommen die nicht zurück? Ups. Habe ich die jetzt mitgemacht oder nicht? Ich glaube ja, ne? Verwende Schweben und Gleiten, um länger in der Luft zu bleiben. Ja, was mache ich denn hier? Okay. Oh, Moment. Aber ich dachte gerade eben, das sind Flugzeuge. Aber ist das nicht genau das, was wir... Ist das nicht genau das, was wir schon gemacht haben? Doch klar. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Okay, das nimmt er jetzt nicht mehr an.
Ja, dreh dich doch, damit ich was sehen kann. So, Moment, da müssen wir hin. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Das ist doch, meine ich, genau die Umgebung, die wir jetzt am Ende in der letzten Folge hatten, oder nicht? Auch mit dem Wasser und so. Aber wenn ich hier... Wenn ich hier aber nicht lang genug hochgleiten kann... Ach komm! Genau. Flieg einmal voll auf die Nase. Auch das ist doch doof. Aber ich muss mir mal eben die Umgebung... Nee, das ist das hier gar nicht. Das ist was mit Wasser gewesen, ne? Nee, nee, ist doch nicht die Umgebung. Ich wollte gerade schon sagen. Okay, gucken wir erstmal hier rein. Heben wir uns die schwierigen Sprünge für nachher auf. Machen wir erstmal alles kaputt hier. So. War da was drin? Nee. Warte mal, habe ich jetzt... Ach nee, das war da hinten drauf. Wir müssen also anscheinend wieder ich weiß nicht, was das war, Seelen oder was finden? Splitter? Keine Ahnung. Um irgendwas zu aktivieren. Jetzt schauen wir mal. Wie soll ich denn da hinkommen? Da kann ich nicht rübergleiten, oder? Da oben ist wieder so ein Splitter. Lauf doch nicht immer woanders hin. Ja, komm, festhalten. Festhalten schaffst du noch. So. Ja, schaffe ich aber nicht so hoch. Nee, nee, nee. Oder? Ah! Drücke Y. Ja, die sehe ich hier gar nicht. Hä? Die seh oder ist das hier dieses Ding, wo ich draufstehe? Das kann natürlich auch sein. So. Ja! Sehr schön. Okay. Aber da oben, den. Ich weiß nicht, wie wir da hoch... Also wahrscheinlich so, wie wir das jetzt gemacht haben. Aber wie ich da hochkommen soll, ich krieg's nicht hin. Da oben sind wieder so rosane Kristalle. So, rechts sind... Da sind überall so rosane Kristalle. Hier ist ein Schalter. Ja, da brauche ich wieder die 3 für... Frage ist, kannst du mal aufhören, die Kameraperspektive hier ständig zu ändern? Die Frage ist, wo bekommen wir den Rest her? Hier ist zu, ne? Ich denke mal, dass die Bereiche generell geöffnet werden, wenn wir alle 3 bekommen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dieses eine Weiße dafür brauchen. Ah ne, komme ich doch durch. Entladen und deaktivieren. Aber den entladen die nicht. Moment, kommen wir nicht da irgendwie... Da leuchtet auf jeden Fall was. Da müssen wir erstmal hin. Die haben wir doch gerade schon gezeichnet, oder? Also vorhin, meine ich. Egal, wir nehmen erstmal hier. As I'm writing this, most of the human race are still asleep on the island. In a few years' time, you're going to join them. I'll stay back here and work, so that when you wake up somewhere better. I don't know exactly what the world will look like. All I know is that people on the homeworld made the mistake of not thinking past tomorrow. By sending you ahead, I'm staking my heart on the future.
Also das heißt, ich habe nicht immer hier gewohnt, so verstehe ich das jetzt. Sondern ich habe früher mal auf der Erde gewohnt. Und er ist quasi hier hingekommen, wollte mir ja, also mir und anderen Kindern ein besseres Leben geben. So verstehe ich das jetzt gerade. Spring mit A, schaltet gelbe Würfel um. Ah, okay. Wie lange hält das an? Bleiben die so oder sind die nur kurzfristig? Das Problem ist, wenn ich jetzt springe... Das will ich mal ausprobieren. Ja, ja, dann sind die nämlich weg. Genau das meine ich nämlich. Okay, verstehe. Verstehe. Nein, ich habe aus Versehen gedrückt. Was ist jetzt los? Hallo? Nein. Was war das denn gerade? Was hat mich denn jetzt zurückgesetzt? Nein. Was macht der denn? Der soll aufladen. Leute, ist hier eigentlich noch irgendwas? Nee. Der soll das doch aufladen, wenn ich stehe. Der soll nicht nach vorne rennen. Wow. So, jetzt aber. Jetzt haben wir zwei... Da hinten können wir nirgendwo mehr hin. Sag mir nicht, dass das eine, wo ich nicht hochkomme, dass das der dritte ist. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Aber ich schätze, das wird wohl das dritte sein, ne? Das ist aber doof, weil den Sprung... Ich hasse diesen Sprung. Wo waren das jetzt? Moment, das waren die normalen. Da hinten, genau. Ja, Y zum Zeichnen halt. Hat er aber schön gezeichnet. Na gut. Das Problem ist, dass nicht nur die Weißen, sondern auch die Blauen hier die ganze Zeit so am Klingeln sind. Deswegen weiß ich so langsam gar nicht mehr, welchen von denen ich jetzt höre. Aber ich schätze, das wird das wohl sein. Also, dass das wirklich der Sprung ist, den wir schaffen müssen, damit wir da weiterkommen. Was ich ziemlich doof jetzt gerade finde, ehrlich gesagt. Oh. Hä? Jetzt funktioniert das? Wieso hat das denn eben nicht funktioniert? Aber das ist der nicht, ne? Ah, Mist. Ist der tatsächlich nicht. Aber wo? Wo hätte ich denn noch irgendwas, was ich machen könnte? Ach doch! Da geradeaus können wir doch auch noch hingehen. Ich bin ja auch so blöd. Wir können ja durch die Rosanen durch. Haben wir gerade auch gemacht. Ja gut, aber dafür haben wir den Sprung jetzt noch geschafft. Ich meine, das ist ja auch was, ne? Ich weiß, man soll nie aufgeben. Und wer meine Let's Plays kennt, weiß, dass ich nicht aufgebe. Also, dass ich da stellenweise... Ich habe es einmal geschafft. Tatsächlich bei... Ach, wie hieß das Spiel mit den Ratten nochmal? Dass ich da anderthalb Stunden oder sogar noch länger, ich weiß es nicht mehr, an dem Bus gesessen habe, bis ich irgendwann gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich muss dringend was essen. Und dann bin ich essen gegangen und habe den mit einmal erledigt. Also es war
Das war echt übel im Nachhinein, dass ich mir gedacht habe, ja, ich habe es doch genauso gemacht wie vorher auch. Was ist denn jetzt anders? Aber naja. Okay, also hier müssen wir wieder auf die andere Seite und dann hoch. Was war denn das jetzt? Ach, die haben keine Köpfe? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Okay. Achso, B. Ich konnte noch lesen, ne? The greatest pleasure in my life is watching you watch the world. New faces, passing ships, whatever new sight catches your attention. You drink everything in like you're hungry for it. You also spend a lot of time putting things in your mouth, which are not food. Another kind of intellectual curiosity, I suppose. Ja, streng genommen stimmt das sogar. Dass das eine andere... Ach so, da sind die Gelben auch da drin. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn jetzt? Dass das eine andere Art von Intelligenz ist, das stimmt sogar. So. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. So, das Problem ist nur, da hinten ist noch ein... Ach so, ja, aber die schalten sich gegenseitig. Okay. Gut. Jetzt sind es drei. Aua. Aber ich komme hier durch. Yay. Und drücken wir unser Knöpfe? Nee, mit X. Entschuldigung. Was macht er jetzt? Da runter. Ich würde erst mal sehen, was hier ist. Da unten sind die Roboter. Ach so. Ja, oder so. Aber können wir hier irgendwo hoch? Müssen wir hier irgendwo hoch? Weil das Ding hier so ist? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist einfach nur, damit man schneller fliegt, oder? Also schneller dahin kommt. Nehme ich mal an. Sieht schon richtig schön aus. Ne? Deaktiviere das Gärtnergeschütz mit dem Schalter. Oh, oh. Alter, ich denke, das ist ein Cozy-Game. Ah. Ja, und nu? Jetzt habe ich das Fliegen abgebrochen. Wo muss ich denn hin? Wieso ist das ein Gärtnergeschütz? Sag mir nicht, ich muss da wieder ganz oben hin. Da komme ich doch nicht hoch. Achso. Ja, es wird niemals klappen. Aber das ist cool, ich kann hier oben stehen bleiben. Nee, jetzt nicht mehr. Schade. Oh, da ist wieder so ein Geschütz. Da ist wieder so ein Geschütz. Nein, 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 nein. Ja, genau. Genau. Lass mich bloß nicht aufstehen. Hallo. Das fand ich nicht nett. Hallo. So, die Frage ist, müssen wir jetzt hier alle Geschütze irgendwie deaktivieren? Ist das unsere Aufgabe? Ist hier noch irgendwo eins? Kommen wir hier rein? Kommen wir nicht rein?
Da unten müssen wir nochmal hin. Das ist nochmal ein Geschütz. Was ist hier? Ah! Ich sag ja, es ist immer wieder gut, mal die ganze Gegend zu erkunden. So, ja, genau. Fall einfach runter. Nee, ist kein Thema. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn ich da hochspringe. Muss ich da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Da wir das Weiße schon haben. Ach so, Moment. Ah. Hallo. Es wäre ganz nett, wenn du hier mal durchfliegen würdest. Nein? Kriegst du nicht hin. Okay. Hab schon verstanden. Ich weiß nicht, ob da jetzt was im Wasser war, aber... Moment. Das ist... Irgendwo in der Richtung. Ich sehe es gerade nicht. Ach, hier! Oh mein Gott. Das hätte ich von oben natürlich besser gesehen, aber ich kam ja nicht hoch. So. Hier haben wir wieder so ein Ding. Und irgendwo hier auf dem Wasser habe ich doch jetzt gerade was gesehen. Da, genau. Okay. Okay, Moment, das geht da hinten. Hinter dem Stein ist das. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich daran vorbei? Ohne hier getroffen zu werden. Wahrscheinlich, oh, ich wollte gerade noch sagen, wahrscheinlich nur, wenn ich außerhalb vom Radius bleibe. Aber ich weiß nicht, bis wo der Radius geht. Er erwischt mich irgendwie überall. Ja, geil, wie groß ist der Radius hier bitte? Alter. Ist jetzt die Frage, erwischt er mich, wenn ich dann dahin laufe? Ich bleib mal ein bisschen mehr außerhalb gerade. Da wäre auch ein bisschen Deckung, vorausgesetzt, ich käme dahin. Oh mein Gott. Puh, okay. Kann ich mich mal eben ein bisschen umschauen? Also hier drauf scheint aber nichts zu sein. Da scheint auch nichts zu sein. Oh, oh. Wo sind wir denn hier? Ah, sehr schön. Okay, aber da hinten gucken wir auch noch mal kurz, ob da noch irgendwas ist. Ich habe übrigens keine Sprint-Taste gefunden bisher. Also ich denke mal nicht, dass wir sprinten können. Okay, ich schätze mal, hier hätte man eigentlich reingesollt. Ich bin mir nicht sicher.
Aber egal, ich meine, egal von welcher Seite aus man kommt, ne? Man ist ja dann hier. So, dann haben wir da unten. Nein, Hilfe. Ist das jetzt eine Kugel oder der Zielpunkt? Ich bin mir nicht sicher. Aber es sieht so aus, als ob wir von hier aus nicht brauchen. Jetzt kommen wir hier nicht mehr zurück. Ist das dein Ernst jetzt? Okay. Aber ich glaube, die Laser haben wir alle ausgeschaltet, oder? Hier noch blaue. Ich hoffe mal, das ist nur, um schneller zu reisen. Und das sieht mir nicht nach Zielpunkt aus, aber... Hä? Hallo? Falsche Seite. Ich muss aber auch da hoch. Ach so, Moment. Ja, ich verstehe. Ich kann das nicht benutzen. Oder kann ich es doch benutzen? There's so much I want to tell you. So much to teach, but at the same time, I don't want to smother your innate desire to learn things yourself. Civilizations collapse when we stop letting children ask questions. If Europa is going to survive, we'll need to raise a generation who are not just curiously determined, but determinedly curious. I hope you can grow up that way, my son. Yeah. Da hat der Vater leider unseren ja, Politikern und so weiter so einiges voraus. Die lösen sich wieder alle hintereinander auf, ne? Von wegen Schulsystem und so. Aber kann ich da nicht einfach hinten hoch? So geht's auf jeden Fall. Okay. Sag mir bitte, dass hier nichts mehr ist, was auf mich schießt. Das fand ich nämlich gar nicht lustig. So. Yes. Ups, was jetzt? Hä? Wieso ist das angegangen, wenn er nichts macht? Okay, ich schätze, ich muss die aktivieren. Ich wollte eigentlich stampfen. Obwohl, ich glaube, ich habe auch irgendwie gestampft, aber es war nicht so richtig animiert. Ich weiß es nicht. Geht das hier auch noch? Hallo? Und weiter geht's. Oh oh. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen.
Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!